dich wohl anhörst, wenn du um Gnade winselst? Eine absolut köstliche Vorstellung. Schmier mir nicht Honig um den Bart. Zurück mit dir, oder ich stampfe dich in den Staub, wo du hingehörst. Auf der Suche nach Herausforderungen. Ich würde ja gern kämpfen, aber ich habe Wichtigeres zu erledigen. Warum muss ich, Mordred, Ritter der Tafelrunde, diesem furchtbaren, neugierigen Pöbel Rede... Artorius, dieser aufgeblasene Narr, der hat weder meinen Willen noch meine Ausdauer. Seine Abwesenheit. Der Dorfbewohner sagte, sie suchten einen Ring? Dieser misst mich Wache über deine Rückkehr. Er fuhr ja wie Eterna von diesen Barangianern befreien, desto... Hat er seinen ersehnten Ring gefunden? Möge ihm Pech an den Fersen kleben. Aber dieser Name. Vielleicht findest du Hinweise darauf, was...
Diesen ruhmreichen Tag werde ich nie vergessen. Du segelst nach Avalon mit einem neuen Mitglied der Tafelrunde. Sir Mordred. Ich spüre noch die kalte Macht Excaliburs auf meiner Schulter. Doch du liebtest nur jene, die deine Liebe nicht erwiderten. Durch Myrdins Täuschungen hieltest du mich für den Verräter. Um dich zu retten, brauchte ich einen Beweis. Einen Weg, die Magie meines Onkels umzukehren. Doch Mutter hielt mich auf, obwohl sie die Wahrheit kannte. Als der purpurne Zauberer nach Prydwen marschierte und die Tafelrunde vernichtete, gabst du mir die Schuld. Du nahmst mir alles. Meinen Titel, meine Ehre, mein Heim. Warum? Warum verstößt du mich, wenn ich dir doch alles gab? Und dann verstand ich es. Es war ganz einfach. Die Macht, nach der ich strebte, war nie für dich bestimmt, Artorios. Sie war für mich bestimmt. Doch verzage nicht. Ich werde regieren, wie du es nie vermochtest. Mit Ring und Frostkrone sollen Avalon und diese kalte Welt fallen.
Thank you.
ist hier. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich weiß, wer du bist und was du hier willst. Aber ich bin noch nicht gewillt, den Silberkrähen beizutreten. Eins frage ich mich noch. Kann ich dich als Anführer respektieren? Man sagt, einen wahren Samurai. Ich mag dich immer mehr. Mal sehen, ob du deinem Vertrauen... Du kannst kämpfen. Mal sehen, wie du denkst. Der Frosch springt ins Feuer. 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 Das schaffst du schon. Stell dich jetzt ins Feuer. Der Frosch springt ins Feuer. Das
Der Frosch springt ins Feuer. Der Frosch springt ins Feuer. Wir treffen uns bei eurem Silberkrähenlager. Kämpfe zu überleben ist keine Stärke. Gegen überlegene Gegner zu verlieren, keine Schwäche. Meine Niederlage ändert das Schicksal. Ich reite auf dem Schwanz eines Drachen, der die Erde formt. Wir treffen uns in deinem Lager. Mit dem Hut sagt mir ständig, was ich tun soll. Halten Sie mich für schwach, weil ich verloren. Sie können mir egal sein. Ich folge dir, nicht ihm. Was ich von Dai Chi halte? Er hält sich für was Besseres als alle anderen. Dann ist er also wie Rima, nur mit einem besseren Kleidungsstil. Haha! Hast du das gehört, Rima? Hör mir zu. Die Besten der Besten, die bringst du hier zusammen. Die Starken werden immer Ärger untereinander haben. Daher brauchen wir dich, um die Dinge zu klären. Ah, Rima! Wie schön, dass du Dai Chi angeheuert hast. Er wird unser Team zweifellos stärken, aber genau wie Rima. Naja, wahrscheinlich braucht er nur etwas Zeit. Mal sehen, ob unser neuer... Gute Idee. Da finden wir sicher kleine Fischer oder Versorgungsboote. Wir treffen uns mit den anderen auf der Insel. Ich bin den Papierkram so leid. Und ich bin mehr als gespannt auf...
Thank you.
Mega Cognuro. Schachspiele? Schmecken Eichhörnchen nach Hühnchen? Die Schwefelsandwüste ist nichts für den Sommer. Thank you.
mich gern mal mit dem unterhalten, der für das Einfrieren verantwortlich ist. Aber diese Unterhaltung würde ich nicht getroffen, sondern... Ich weiß, was du willst, aber ich kann sie nicht befreien. Das ist mächtige alte Magie. So sei es. Ich gebe dir einen Feuerzauber. Einen Ofuda. Ich bin sicher, dass du ihn einsetzen kannst. Vielleicht kannst du sie befreien. Die Götter haben dich geschickt. Der böse König Idris. Wenn ich das Geld nicht gebraucht hätte, hätte ich nie mitgemacht. Wir wussten alle, dass etwas nicht stimmt. Jedenfalls schlimmer. Man sah es in seinen Augen. Deine Fähigkeiten überraschen mich immer wieder aufs Neue. Verlass dich auf uns. Oh, no.
soll er sein. Möge er unsere Qual tausendfach erleiden. Mordred hat Idris die Krone gestohlen. Das wird ja immer schlimmer. Edelstein und Drachenhort, hast du denn das Losungswort? Falls du noch nicht genug gesucht, versuch's doch mal in Jehans Buch. Oh, ich hasse Reime. Trotzdem, wer das Passwort nicht kennt, kann nicht passieren. Du meinst Sir Eigenlob? Der Kerl hat gedroht, mir ein Loch zu verpassen, wenn ich ihn nicht durchlasse. Nur Spaß. Er kannte das Passwort schon vor deiner Ankunft. Geh jetzt, finde die Worte und öffne die Pforte.